Wolf von Gubbio. Brüder und Schwestern in Christus, als ich das Evangelium das erste Mal jetzt dieses Wochenende gelesen habe, hatte ich nicht wirklich die Ahnung, worum es hier geht. Na klar, es geht hier um die Güte Gottes, dass Gott allen gibt, was er will und dass man nicht meckern soll, dass die anderen vielleicht etwas anderes haben als wir. Aber irgendwie kam es mir spanisch vor. Also es ist nicht das, was eigentlich Jesus hier sagt, auch. Aber er spricht ja zu seinen Jüngern und will ihnen auch erklären, wie sie zu leben haben. Dieses Gleichnis ist nicht so kompliziert, also im Aufbau, der Gutsherr steht für Gott selbst. Die Arbeiter, das sind ja wir, die seinem Ruf folgen in seinen Weinberg. Und dieser Denar, das ist der Knackpunkt. Was ist dieser Denar? Ich habe es mir nicht lange überlegt und bin drauf gekommen, dieser Denar steht für den Himmel. Er steht für den Himmel. Also das Leben, das Gott uns verspricht. Ein Leben, das nicht endet, ein Leben, das erfüllt ist und das auch mich erfüllt. Nicht hier auf Erden, sondern irgendwann am Ende des Tages. Nun gut, es geht hier um den Himmel und das ist das, was wir für unsere Arbeit im Weinberg des Herrn bekommen. Und diese Arbeit, das ist nicht nur das, was ein Pfarrer in der Kirche verrichtet, sondern auch das, was du leistest in der Familie oder im Arbeitsplatz oder irgendwo anders, das ist deine Arbeit. Und wir bekommen das Gleiche, hoffentlich. Nur irgendwie ist es ungerecht. Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben lang dem Herrn zu folgen versuchen, sagen wir so. Jeder geht seine krummen Wege, aber es gibt Leute, die ihr ganzes Leben lang versuchen, Christus nachzufolgen. Und dann gibt es solche, die ihr ganzes Leben in Sünde lebten. Nicht nur das. Es gibt auch Verbrecher, Mörder, Vergewaltiger, die sich bekehren. Ich kenne es aus manchen Berichten aus den Vereinigten Staaten. Jemand wurde da für eine schreckliche Tat zu Tode verurteilt, wartet auf seinen Todesurteil und plötzlich bekehrt er sich, ja, wenn er in der Todeszelle sitzt. Da kommen immer Zweifel auf. Na, ist diese Bekehrung ehrlich oder nicht? Man glaubt es nicht so wirklich. Aber nehmen wir an, dieser Mensch bekehrt sich wirklich ehrlich. Kannst du dir das in aller Ruhe vorstellen? So einer bekommt im Himmel genau dasselbe, was du bekommst? Das schmeckt nicht so gut. Und wenn es so ist, weil Gott kann uns nicht mehr geben als dieses Leben in Fülle. Das ist das, was er schenkt. Aus seiner Güte. Aber wenn es so ist, warum soll man sich das ganze Leben lang abmühen? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Und das ist wirklich spannend. Warum soll ich mein ganzes Leben lang dem Herrn folgen? Ich kann mir einen Plan zurechtlegen. Also Gott spielt in meinem Leben, sagen wir, wenn man auf der sicheren Seite sein will, also sagen wir 50 Jahre lang keine Rolle und dann bekehre ich mich. Wenn jemand zuversichtlich und gesund ist, kann sagen, ja, Gott spielt in meinem Leben 70 Jahre lang keine Rolle und dann bekehre ich mich. Man könnte so machen. Und wenn diese Bekehrung dann ehrlich ist, du wirst in den Himmel kommen. Warum soll man sich so lange abmühen?
Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, die Jünger Jesu, die ihm zugehört haben, haben sich diese Frage auch gestellt. Und die Antwort auf diese Frage, da war ich erstaunt, habe ich in der zweiten Lesung gefunden. Ja, das gehört irgendwie zusammen, aber alle Kommentare, die ich gelesen habe, sagen, ja, die zweite Lesung passt überhaupt nicht zu diesem Sonntag. Und sie passt doch. Was schreibt der Paulus? Er ist in der höchstwahrscheinlich ersten Gefangenschaft, also da gibt es noch Hoffnung für ihn. Er ist nicht nach Rom bestellt worden, sondern irgendwo anders in Haft. Und er kommt dann irgendwann auch frei. Und er überlegt, was soll ich tun? Ich sehne mich nach dem Himmel, nach Jesus. Und das ist das Beste, was ich bekommen kann. Also sehne ich mich eigentlich nach Tod. Das sind seine Überlegungen. Aber andererseits, das Leben hat auch so seine Vorzüge. Was soll ich wählen? Wonach soll ich streben? Nach dem Tod, also nach der Vereinigung mit Jesus? Oder soll ich ein bisschen vorsichtiger umgehen mit dem Ganzen, was um mich geschieht, und am Leben bleiben? Was soll ich wählen? Er schreibt, ich weiß es nicht. Und dann doch, es zieht mich nach beiden Seiten. Ich sehne mich danach aufzubrechen, um bei Christus zu sein, also im Himmel. Und wie viel besser wäre es, schreibt er. Und dann kommt die Antwort auf die Frage, die ich mir gestellt habe. Warum soll man sich so lange abmühen? Aber euretwegen ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Schau mal, wenn der Himmel das Größte ist, was ein Mensch bekommen kann, dann ist es wertvoll, Christus nachzufolgen und andere auch in diesen Himmel mitzubringen. Es gibt ein polnisches Gedicht, das ist sehr patriotisch und so weiter. Es geht um den ersten Tag des Zweiten Weltkrieges an der Westerplatte. Das war also der erste Stützpunkt, sagen wir so, der angegriffen wurde von der Wehrmacht oder von der Kriegsmarine. Die wurden beschossen und 5 Tage lang, das waren ganz wenige Soldaten, haben standgehalten und waren voller Hoffnung. Und sehr viele sind gestorben. Und da gibt es ein Gedicht, das läuft irgendwie so, dass diese Soldaten gehen in 4 Reihen in den Himmel hinauf. Ich erinnere mich da an dieses Gedicht nicht, weil ich so patriotisch veranlagt bin, bin ich nicht, sondern wegen dieser 4 Reihen, die in den Himmel hinaufsteigen. In den Himmel kommen wir nicht alleine. Das ist der Knackpunkt. Und es ist deswegen wert, sich hier auf dieser Erde 50, 60 Jahre, 70 Jahre lang etwas abzusprechen, weil die Nachfolge Christi bringt mit sich auch diese Entscheidung, nicht alles im eigenen Leben auszuleben, weil ich andere auch in den Himmel bringen kann, mitziehen kann. Und dir wird deswegen kein besserer Platz im Himmel zugeteilt, damit da keine Zweifel entstehen. Aber stell dir vor, du kannst einem Menschen dazu helfen, das Leben in Fülle zu bekommen, ein Leben, das ewig dauert, volle Liebe, Vertrauen. Ich glaube, deswegen ist es wert, sich so lange abzumühen und nicht bis zum Ende meiner Tage zu warten mit der Bekehrung, sondern jetzt sich bekehren, versuchen, Christus nachzufolgen, so gut wie es nur geht, mit aller Entschiedenheit, um dann andere mitzuziehen, mitzunehmen in den Himmel. Ich weiß nicht, ob da Exegeten mir zustimmen würden oder kluge theologischen Köpfe, aber ich lese dieses Evangelium so. Es ist nicht schlecht, das ganze Leben lang im Weinberg des Herrn zu arbeiten, weil in der Kirche kannst du so viel Gutes bewirken. Weil wir etwas haben, was andere nicht haben.
den direkten Zugang zu Gott, was auch andere behaupten. Gott hat sein Volk dazu auserwählt, das schreibt auch das Konzil, zum Werkzeug der Erlösung der ganzen Menschheit. Dazu sind wir da. Wir sind ganz wenige. Und wir sind dazu da, andere mitzunehmen, ihnen den Weg zum Leben eröffnen, damit sie auch andere mitziehen können. Und auf jeden von uns wartet dieser eine Denar, den Gott mit dir bei deiner Taufe vereinbart hat oder mit deinen Eltern. Das ewige Leben, der Himmel, das Leben in Fülle mit Gott und seiner Kirche, mit der Gemeinschaft, mit der Kirche, die schon oben ist, wo wir alle irgendwann hinkommen. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz bei diesem Evangelium, das so zu sehen. Man kann es auch anders sehen. Ich bin ja nicht der Klügste in der Welt, aber ich lese das so und ich teile das mit euch. Vielleicht ist es auch für euch ein Gewinn, dieses Evangelium so zu lesen, dass es eine Ermutigung für uns alle ist, sich für Christus abzumühen, einiges vielleicht im Leben zu opfern, damit auch andere diesen Weg zum Leben finden können. Das ist eine schöne Aufgabe, finde ich. Heute habe ich die Kinder gefragt beim Gottesdienst um 10 Uhr, was diese Arbeit ist. Warum lohnt es sich auch zu arbeiten? Einer hat gesagt, also Arbeit ist auch schön. Und diese Arbeit im Weinberg des Herrn ist hundertprozentig schön. Eine schönere kann es nicht geben.